Das ist der einzige Zugang? Check die Verteidigungssysteme. Grim, steht die Leitung zur Präsidentin? Ja, aber die wollen nicht mit uns reden. Wie bitte? Sekunde, ich habe Ihre Assistentin dran. Tut mir leid, die Präsidentin ist sehr beschäftigt und wird nicht mit Ihnen sprechen können. Sagen Sie ihr, dass wir es sind. Das weiß sie, tut mir leid. Hören Sie, ich weiß, dass Sie sich für was Besonderes halten, weil Sie mit ihr Latte trinken dürfen, aber ich habe Freunde im Kapitol. Drohen Sie mir etwa? Nein. Geben Sie mir die Präsidentin, wenn Sie jemals wieder Arbeit kriegen wollen. Jetzt habe ich Ihnen gedroht. Präsidentin Caldwell, Bunker F unter dem Flughafen von Denver könnte Sadiqs Ziel sein. Er war es. Er hatte Schläferzellen im Bunker. Sadiq hat den Bunker unter seiner Kontrolle und er sagt, dass er chemische Waffen hat. Wir können in 2 Stunden da sein. Nein, Sie fliegen nach Hause. Was? Wir haben alles unter Kontrolle. Delta hat einen Sperrbereich um den Bunker errichtet. Sadiq will verhandeln. Wenn wir seine Forderungen erfüllen... Seit wann verhandeln die Vereinigten Staaten mit Terroristen? Er hat hochrangige Militär- und Regierungsangehörige in der Gewalt, sogar den Verteidigungsminister. Erpressung ist nicht seine Sache. Klingt nicht nach ihm. Zu unbedeutend. Es ist mehr als ein Bauchgefühl nötig, um die freie Welt zu regieren. Ihnen sind die Hände gebunden. Mir nicht. Ich gab Ihnen nicht für Freedom für einen privaten Rachefeldzug. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Verstehen Sie es erst, wenn die Falle zuschnappt? Damit wir uns verstehen. Alle Flugzeuge, auch die Paladin, bleiben am Boden. Die Air Force hat den Befehl, alles abzuschießen, was Kurs auf Denver genommen hat. Wir müssen nach Denver, um Sadiq auszuschalten. Allein schaffe ich das nicht. Auf nach Denver. Auf nach Denver. Auf nach Denver. Grim, meinst du, dass wir es mit Denvers Luftverteidigung aufnehmen könnten? Dort schneit es stark. Das werden wir als Tarnung nutzen und dann steil runterfliegen. Ich brauch Charlie für die Gegenmaßnahmen. Klar, Grim, tu, was ich kann. Was? Wie war das? Sam, der Pilot weigert sich hinzufliegen. Schaff den Mann da raus. Hol Coben. Du bist in Unterzahl, unterbewaffnet und darfst die Geisel nicht verlieren. Die größten Erfolgsaussichten hast du mit Gasgranaten und dem Trikopter. Viel Glück. Coben, wie sieht's aus? Wir fallen auf wie ein verdammter fliegender Weihnachtsbaum. Ich übernehme die Gegenmaßnahmen. Kümmer du dich um die Landung. Das wird echt verdammt eng. Unserer Position und ist kampfbereit. Könnte problematisch werden. Hast du die Sekundärziele geortet? Ja, da ist ein Kontrollbereich, der Zugriff auf Klimakommunikations- und Verteidigungssysteme bietet. Ich habe das Virus der Engineers modifiziert und auf Sticks verteilt. Stopft die Dinger in jedes System und der Bunker verriegelt sich. Wir glauben auch zu wissen, was Sadiq vorhat. Ihre Computer sind autark, aber das ist eine Sache. Bei der Direktive zum Schutz der Regierung kopiert man alle Militär- und Regierungsgeheimnisse in den Bunker. Darauf hat Sadiq es abgesehen. Wir informieren die Präsidentin. Vielleicht überwachen die den Funkverkehr. Wir halten Funkstille. Anschneiden, den Bunker hat es verdammt. Du wirst uns umbringen. Jetzt wird's los. Richter aus. Fahrgestell auf. Kannst losgehen? Vorwärts. Was machen wir jetzt? Wir hoffen. Ich bin's, Charlie. Delta geht an Bord. Ich hab nicht viel Zeit. Du musst zur falschen Wetterstation. Dort wird die Bunkerklimaanlage gesteuert.
Finde einen Weg durch den Lüftungsschacht und du bist im Bunker. Schließ die drei Festplatten an, die ich dir gegeben habe. Ihre Systeme werden dann infiziert. Dann musst du nur in den Kriechkeller unterhalb der Einsatzzentrale. Von dort aus kannst du die Abschwersequenz aktivieren. Was ist? Hey Jungs, ich bin unbewaffnet. Ich bin Zivilist. Keine Waffen.
Unbefugte dürfen sich nicht mehr vor Ort aufhalten. Sie haben 5 Minuten, das Gebäude zu verlassen.